Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video hier gerade im Jeep in Palma auf Mallorca. Wir sind gerade auf dem Weg zum Flughafen. Ich muss den lieben Mo, den Videografen, wegbringen. Er fliegt heute wieder nach Deutschland und dann sagt der Matthias, Mikrofon an. Ich hole die Kamera raus, mich interessiert eine Sache brennend. Er sagt, hey, du hast über 200 Mitarbeiter, drei Firmen. Du machst das seit über 12 Jahren. Was sind für dich so die drei größten Führungsfehler? Er sagt, er fühlt sich hier pudelwohl. Er ist, Mo, wo kommst du her? Aus Tunesien. Aus Tunesien. Und wo hast du vorher gelebt? In Deutschland? In Deutschland. Und wo? Hildesheim. In Hildesheim. Also Mo kam aus Hildesheim nach Kloppenburg und du fühlst dich auf Anhieb pudelwohl, ja, bei uns? Ja. Ja, okay. Also und dann fragt er mich, hey, was ist so für dich so der größte Führungsskill? Was sind die drei größten Fehler? Warum läuft das bei uns so besonders gut? Und ich muss ja kurz überlegen, aber ich würde sagen, der größte Fehler Nummer eins ist fehlendes Vertrauen. Fehlendes Vertrauen und damit einhergehend die Verantwortung. Schau, der Grad des Vertrauens ist gleichzeitig der Grad der Führung. Vertraut der Mitarbeiter dir nicht, lässt er sich nicht führen. Logisch, ja. Der würde ja ganz denken, hey, der Chef, der führt was im Schilde oder das ist irgendwo, das ist nicht langfristig gut für uns. Das heißt, dein Team muss dir vertrauen und du musst natürlich auch dein Team vertrauen, gegenseitiges Vertrauen. Und nur daraus entspringt Eigenverantwortung. Und das bedeutet, der Mitarbeiter traut sich mehr zu. Und ich glaube, das ist so Punkt Nummer eins, absolut wichtig für ein gesundes Team, für eine tolle Teamführung etc. Punkt Nummer eins, wie baust du Vertrauen auf? Das entsteht wie ein Gefühl. Du gehst einfach nicht raus und zack, du hast Vertrauen, sondern das kommt durch viele kleine richtige Entscheidungen. Und ich würde sagen, dass du als Chef auch zu deinem Wort stehst, dass du dein Wort hältst. Und irgendwann vertrauen dir auch die Mitarbeiter. Sie trauen sich dadurch mehr zu. Sie machen Fehler, das ist in Ordnung, eine Fehlerkultur, eine gesunde Fehlerkultur. Du verbesserst sie und dadurch vertraust du ihnen irgendwann auch mehr und es entspringt dadurch die Eigenverantwortung, weil der Mitarbeiter weiß, ich packe das. Und das ist doch eigentlich das, was wir als Unternehmer, als Geschäftsführer wollen. Punkt Nummer eins, Vertrauen und Eigenverantwortung. Punkt Nummer zwei, ich würde sagen, das ist Transparenz. Die Mitarbeiter wollen wissen, warum läuft das so. Und Mitarbeiter, die das gar nicht wissen wollen, vertrau du mir da. Die haben das Herz nicht am rechten Fleck in der Firma. Also denen ist das dann ja eigentlich sozusagen Schnuppe. Aber ich möchte doch, dass meine Mitarbeiter auch Interesse an unternehmerischen Entscheidungen haben. Dass sie wissen, warum wir diesen Weg gehen. Dass sie wissen, in welche Richtung wir hinaus wollen. Also für mich ist das wichtig. Und deswegen würde ich sagen, ist Transparenz ein entscheidender Führungsfaktor. Ganz sicher. Wie bekommst du Transparenz? Halte viele und offene, transparente, kommunikative Meetings. Hört sich gerade bescheuert an, dieser Satz. Halte viele offene, transparente, kommunikative Meetings. Aber damit meine ich, wir haben einmal im Monat einen Kickoff. Hey, da werden erstmal alle abgeholt. Wo wollen wir hin? Warum wollen wir da hin? Ich höre den Mitarbeitern zu. Ultra wichtig. Und ich frage dann, was die Mitarbeiter ja gerade wollen. Wo der Schuh drückt, weil ich kriege ja alles gar nicht mit, ja. Ich kann gar nicht alles mitkriegen, weil da auch mal ein Grüner geht. Denn ich habe alleine da 25 Kolonnen jeden Tag auf der Baustelle irgendwo unterwegs. Schaffe ich ja gar nicht. Das heißt, ich muss den Mitarbeitern dann auch viel zuhören. Und das ist wichtig. Das bedeutet also transparente Kommunikation. Kick-off-Meetings. Einmal im Monat reicht dicke. Aber was mache ich noch? Das ist ein Geniestreich, Leute. Das ist ein absoluter Geniestreich. Ich habe eigene Nachrichten. Das bedeutet, ich bin schon in ganz frühen Jahren, so mit 24, 25 Jahren angefangen und habe meinen Mitarbeitern einen Mitarbeiterbrief geschrieben. Damals in der Aumann Grüner AG. Erst handgeschrieben, dann sind wir so stark rasant gewachsen. Dann habe ich das ja mit einem Computer abgetippt. Und dort geht es eigentlich darum, wo wollen wir hin, was beschäftigt uns gerade, warum haben wir diese Entscheidung getroffen, neue Mitarbeiter werden eingestellt, Lob, Kritik und Verbesserung. Daraus habe ich vor einigen Jahren eine eigene Nachrichtensendung für die Mitarbeiter erschaffen. Mittlerweile tausendfach kopiert im Markt von uns. Wir haben ja 4500 Beratungen in den letzten Jahren gehabt. Also logische Konsequenz, dass wir da auch viele Menschen haben, die das eins zu eins kopieren. Aber hey, deswegen kommen sie zu uns und das ist für mich in Ordnung. Ja, aber der Ursprung, das Original, der Wegbereiter,
der spricht hier gerade vor euch im Video. Schaut, und in diesen Videos, da sprechen wir einmal in der Woche, bei der Missio Mittelstand machen wir das so, jede Woche, freitags, darüber, hey, wie ist gerade der Umsatz? Yo, wie ist der Umsatz? Da sprechen wir drüber. Transparenz. Ich kann auch meine Jungs und meine Mitarbeiter da auch nicht übers Feld schicken und den Spielstand nicht verraten. Das motiviert doch niemanden. Ich stelle neue Projekte vor. Ich kläre auf, warum wir etwas machen. Ich lasse mir da auch anonyme Fragen schicken. Ja? Die werden dann offen kommuniziert und beantwortet. Aber sowas von. Ich stelle neue Mitarbeiter vor. Also alles, du kannst dir vorstellen, alles, was so den Mitarbeiter beschäftigt, das wird dort in den Mitarbeiter-News kommuniziert. Es gibt keine schlechten Soldaten. Es gibt nur schlechte Generäle. Napoleon. Ja, ich sage, es gibt keine schlechten Mitarbeiter. Es gibt nur schlecht informierte Mitarbeiter. Okay, Punkt Nummer 2 ist die Transparenz. Punkt Nummer 1 ist die Eigenverantwortung und das Vertrauen. Und Punkt Nummer 3, ich finde, das hört sich jetzt nicht nach einem Führungsskill an, aber es ist definitiv die Führungssystematik. Das bedeutet, du musst Systeme schaffen, in denen der Mitarbeiter abliefern kann. Weil wenn der Mitarbeiter nicht abliefern kann, dann ist das wie Mobbing. Wenn der Mitarbeiter will, aber er nicht kann, ist das Mobbing. Wenn du den Mitarbeiter auf eine falsche Stelle setzt, ist das Mobbing. Das heißt, du musst den Mitarbeiter auch abliefern lassen können. Und das geht nur durch eine systematische Führung, dass der Mitarbeiter ganz genau weiß, was muss er wann, warum erledigen. Wie viel muss er davon erledigen? Fläche, Stückzahl, ja? Anrufe. Also mit Kennzahlen arbeiten. Und gute Mitarbeiter, die lieben das doch, weil sie sich beweisen können. Schlechte Mitarbeiter sortiert das eher aus, weil sie sagen, mit diesem Druck komme ich nicht zurecht. Ist aber ja gar kein Druck. Also ein gewisses Soll wird ja eh verlangt. Der Mitarbeiter bekommt 100% Gehalt, deswegen möchte ich auch 100% der Leistung haben. Und dafür habe ich die Kennzahl für die 100% Leistung. Und alles, was darüber hinaus läuft, hey, Aufstiegschance, mehr Geld. Das ist ein Win-Win für alle. Also ich würde sagen, diese drei Sachen, systematische Führung, Eigenverantwortung, Vertrauen und eine sehr transparente Kommunikation, das sind schon so wichtige Dinge, die solltest du erstmal beherrschen. Das ist entscheidend. Ja. Es gibt so viele Führungsskills und generell ist einfach wichtig. Wir haben unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Nicht jeder Mensch ist gleich entwickelt hier oben. Unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Und deswegen brauchen wir auch generell eine unterschiedliche Führung. Ja, das ist wichtig, weil sonst würdest du ja, wenn du alle gleich über den Kamm scheren würdest, würdest du die langsamen, ja, überfordern und die schnellen ausbremsen. Ja? Das heißt, du musst schon ein bisschen mit Fingerspitzengefühl arbeiten, sondern das ist nun mal die menschliche Führung und das ist wichtig. Und ich sage dir eins, und das ist entscheidend, ein Mitarbeiter, der kann dir alles bringen oder alles kosten. Deswegen im kleinsten Zweifel gegen einen Menschen entscheiden, wenn da irgendwas nicht passt und die Guten alle einstellen. Und ich sage, ich will die Guten und ich nehme sie alle. Ja, man kann auch nicht genügend gute Mitarbeiter haben. Also mein Leben wurde ruhiger und besser, indem ich viele gute Mitarbeiter hatte. In dem Sinne, liebe Leute, ein ganz kleiner Führungsimpuls von mir auf dem Weg zum Flughafen in Palma. Bis dann.